Ja, welcome Leute, Tag 2 der Kunsttour, beziehungsweise der zweite Versuch. Ich bin mal wieder in Kennelohe. Das erste Video hat leider nicht gut funktioniert. Ja, warum? Ich habe die Kamera einfach hochkant gehalten. Ich filme normalerweise nicht außerhalb, beziehungsweise outdoor, relativ selten outdoor. Und ja, das ist mein zweiter Versuch und ich nehme euch jetzt nochmal mit. Lauf denselben Weg, den exakt denselben Weg und film alles nochmal. Und ja, wir sehen uns dann. Bis denn. Ja, und ich stehe jetzt hier am Weiher vom Tennelohe. Und wie ihr sehen könnt, das ist alles voller Wasserpflanzen. Das ist absoluter Wahnsinn. So. Und jetzt geht es dann auch gleich weiter. Wir starten die Tour. Sieht von Weiden aus wie eine Wurzel, ist aber ein schlafender Hund aus Polen. Leider ein bisschen ungepflegt, aber immer noch vorhanden. So, ich bin jetzt vor dem Infostand. Hier kann man sich dann Interviews von den Künstlern anschauen. Und hier sieht man mal eine grobe Übersicht. Ich lasse es mal kurz. Und ihr könnt auf Standbild drücken, beziehungsweise auf Stopp und es euch durchlesen. So. Die Skulpturachse Tennelohe. So, und weiter geht's. So, direkt auf der B4, ich weiß nicht, ob man mich hört. Also, das ist eigentlich nur die Fußgängerbrücke von der Freiwilligen Feuerwehr rüber. Und es geht gleich weiter.
geschrieben und wir dann erstmal rein und alle drauf. Kleiner Zwischenstopp. Wir sind an den Schießhangern bzw. den alten GI-Truppengelände. Und wie ihr sehen könnt hinter mir, whoop, ist alles gerodet worden. Und hier ist auch ein Panzertestgelände. Hier wurden die neuesten Waffen bzw. Truppen
trainiert, getestet, sonstiges. Und ja, wenn wir ein bisschen weiter hinterlaufen, kommen wir zu den Wildpferden und ich hoffe, man sieht dann noch was von denen. Also manchmal verstecken sie sich, weil das Gelände ziemlich weitläufig ist. Und ja, wir schauen mal weiter. Bis gleich dann. So, wir kommen auf den ersten Aussichtspunkt. Hier hat man einen groben Überblick. Und ganz hinten sieht man auch den Nürnberger Fernsehturm. Und das war jetzt nur der Anfang. Jetzt gehe ich ganz hinter am Ende des Berges und dann bekommt man echt schönen Ausblick über den Reichswald. Bis gleich. Ausblick Nummer 2 von der anderen Seite. Das ist alles das Reservat von den Wildpferden. Allerdings konnten wir noch nichts entdecken von ihm. Und weiter geht's. Ja, von den Pferden war jetzt leider nichts zu sehen, aber ich verspreche euch jetzt noch spektakuläre Bilder zum Abschluss. Also schaut mal wieder rein in diesen Channel und macht's gut. Bis bald.